herzlich willkommen zum Mini-Mittwoch. Wir starten jetzt mit unserem Warm-up und dafür haben wir uns heute was Besonderes ausgedacht. Und zwar nehmen wir euch mit auf eine kleine Forschungsreise ins Meer. Und wir machen verschiedene Hampelmann-Variationen, die alle was mit dem Meer zu tun haben. Wir fangen an mit der Robbe. Das heißt, wir springen auseinander und vorne klatschen wir die Arme zusammen. 20 Stück. Und go. Sehr gut. Das nächste ist unsere Qualle. Das heißt, wenn wir nach außen springen, pushen wir die Arme nach vorne und go. Sehr gut. Als nächstes kommt unser Seestern, das heißt, wir gehen in die Hocke. Wenn wir nach oben springen, spreizen unsere Hände und Füße nach außen, wie beim Seestern. 15? 15 Stück. Sehr gut. Die letzte Übung ist unsere Alge. Das heißt, wir springen versetzt, vor und zurück. Auf 15 Stück. Forschungsreise ins Meer und da geht es natürlich auch darum, dass Piraten in der Gegend sind und die müssen sich richtig gut auskennen mit verschiedenen Himmelsrichtungen und da hat die Maya das nächste Spiel für euch und erklärt euch, wie ihr euch koordinativ ein bisschen fordern könnt. Genau, also wir haben unsere vier Himmelsrichtungen, Norden, Osten, Süden und Westen. Ich werde gleich hier in der Mitte auf der Stelle springen, dann wird Nico mir eine der vier Himmelsrichtungen ansagen. Ich werde dann mit meinem rechten Bein zu dem Hütchen der angesagten Himmelsrichtung springen und mit meinem linken Bein in die entgegengesetzte Richtung springen. Das heißt, wenn Nico zum Beispiel Osten ansagt, springe ich mit meinem rechten Bein zum Osten und mit meinem linken Bein zum Westen. So sieht das dann aus. Dann springe ich weiter und warte auf die nächste Ansage. Bereit? Und go. Bist du bereit? Pirat! Norden! Osten! Süden, Süden, Westen, Osten, Westen, Norden. Yes, sehr gut. Good job. Okay, im nächsten Schritt wollen wir es ein bisschen schwieriger machen. Jetzt werden wir gleichzeitig dabei noch in die Hände klatschen. Bereit? Und go. Norden, Osten, Westen. Norden, Süden, Osten, Norden. Yes, sehr gut. Großer Applaus für unsere Piraten. Okay, als nächstes kommt noch eine Stufe dazu. Und zwar, wenn Nico Norden und Süden ansagt, klatsche ich hinter dem Rücken, bei Osten und Westen vor dem Rücken, vor dem Bauch. Und go. Norden. Osten, Osten, Norden, Süden, Süden, Osten, yes! Als Piraten auf dem Schiff geht es immer mal heiß her und es werden einige Würfelspiele ausgepackt und die Maya zeigt euch, was ihr zu Hause mit ein paar Würfeln alles anstellen könnt. Genau, wir brauchen einen Würfel und jede der sechs Zahlen auf dem Würfel belegen wir jetzt mit einer Übung. Wenn wir eine 1 würfeln, machen wir Storchenschritte, das heißt einen Ausfallschritt nach vorne und kommen dann wieder explosiv zurück. Das gleiche auch mit dem rechten Bein. Bei der zweiten Übung ist der Krebsgang.
gehen wir auf den Boden, Hüfte nach oben und bewegen uns vor und wieder zurück. Bei der dritten Übung haben wir einen Ball in der Hand, machen Kniebeuge und immer wenn wir nach unten gehen, pushen wir den Ball nach vorne. Wir kommen wieder hoch. Die vierte Übung ist das Fahrradfahren. Das heißt, ihr stützt eure Hände auf den Boden auf und tretet, wie beim Fahrradfahren. Die vierte Übung ist der Käfer. Ihr legt euch auf den Rücken, eine Hand auf den Oberschenkel, die andere so immer versetzt. Und die letzte Übung ist das Holzhacken, die Hände vor dem Körper hacken. Genau, das waren unsere 6 Übungen. Jetzt fangen wir an zu würfeln. Eine 1! Die erste Übung, die wir haben, waren unsere Storchenschritte. Wie viel wollen wir machen? 5. 5? Okay, und go. Eine 2. Die 2 war unser Krebsgang, das heißt, wir gehen auf den Boden. Wir suchen uns eine Linie, die Freiwurflinie, und einmal hin und zurück. Yes! Sehr gut. Die 3. Sehr gut. Bei der dritten Übung machen wir unsere Kniebeuge mit dem Bein nach vorne. 10 Stück. Good job. Ich bin gespannt. Eine 4. Ich glaube, wir haben Glück bei der Reihenfolge. Bei der 4 fahren wir Fahrrad. Wie oft? 10 Sekunden. 10 Sekunden? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich bin dran. 5! Sehr gut. Die 5 ist unser Käfer. Ich würde auch sagen, 10 Wechsel? Ja. Okay. Das schaffen wir. Und go. Bitte. Letzte Zahl. Machen wir eine Zahl. Und die 6. Bitte. Die 6. Übung ist der Holzhacker. Wie oft? 10 Sekunden schaffen wir. Okay. Und los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Sehr gut. Good job! Wenn ihr nicht so viel Glück habt wie wir und alle 6 Zahlen hintereinander würfelt, macht einfach noch ein paar mehr Durchgänge und haltet euch fit.